Ein einsamer Felsen, eine Rakete, Abenteurer und ein Post-it. Öl, Guano und eine Pizza. Willkommen auf Rockle. Wo? Weit, weit weg. Willkommen bei Crazy Borders. Umkämpfter Felsen im Nordatlantik. Ah, schicke britische Soldaten in traditioneller Uniform. Diese knallrote Tunika und die Bärenfellmütze, die die Touristen so lieben. Es gibt aber auch andere Uniformen, die genauso typisch sind. Die der Lifeguards zu Pferd zum Beispiel. Oder die der Royal Marines, die Wache halten. Hier auf Rockle. Was ist Rockle? Ein winziger Felsen verloren im Ozean. 370 Kilometer westlich von Großbritannien und 425 Kilometer nordwestlich von Irland. Es ist der Gipfel eines erloschenen Vulkans. Sein Sockel ist etwa 25 mal 30 Meter groß und sein höchster Punkt misst 17 Meter und 15 Zentimeter. Rockle ist mit Guano bedeckt und in dieser Gegend können die Wellen die Größe eines Hochhauses erreichen. 1904 lief der dänische Dampfer SS Norge unweit von hier auf ein Riff auf. Mit über 600 Todesopfern war das eine der tödlichsten Schiffskatastrophen der Geschichte. Nicht sehr einladend. Und doch ist Rockle seit über 50 Jahren das Epizentrum eines Streits zwischen Briten, Iren, Dänen und Isländern. Diese Inszenierung der Briten von 1974 soll die Welt daran erinnern, dass Rockle ihnen gehört. Doch alles beginnt noch viel früher. Hefte raus, Geschichtsstunde! Rockle ist seit langem bekannt. Man findet den Felsen auf dieser Karte von 1623. Und sein Name könnte sich auf Rockabarra beziehen. Einen Felsen aus der gälischen Mythologie, dessen drittes Auftauchen das Ende der Welt ankündigen soll. Verdammt! Erst im 19. Jahrhundert interessiert sich das Vereinigte Königreich für Rockle. 1811 erklimmen Matrosen der Royal Navy den Felsen. 1831 kommt eine Militärexpedition, um seine Position zu vermessen. Und es gibt zivile, wissenschaftliche Expeditionen, wie die von Kommandant Charcot, 1921 mit seinem Schiff Pourquoi pas. Auf Rockle wurde übrigens ein Gestein entdeckt, das man sonst nirgends findet und das Rockalit getauft wurde. Allerdings gehört Rockle bis jetzt niemandem. Erst in den 1950er Jahren wendet sich das Blatt. Wir befinden uns im Kalten Krieg und die Amerikaner liefern ihrem britischen Verbündeten Corporal-Raketen. Die ersten, die eine nukleare Sprengladung mit sich führen können. Die Briten planen, ihre neue Rakete von Schottland aus über dem Nordatlantik zu testen, in Richtung Rockle. Ohne nukleare Sprengladung, keine Angst. Da der Felsen aber niemandem gehört, befürchten die Briten, dass die Sowjets sie von dort ausspionieren könnten. Daraufhin annektiert London Rockle. Am 18. September 1955 um 10.16 Uhr hissen Soldaten auf Befehl der Königin den Union Jack auf dem Felsen. Als Beweis der Annexion wird eine Tafel angebracht. Rockle ist übrigens das letzte eroberte Gebiet, während die Briten gerade dabei sind, ihr Empire zu verlieren. Seit 1922 ist Irland aus dem Vereinigten Königreich ausgetreten. Mit Ausnahme von Nordirland. Rockle gegen das Empire. Ob das ein guter Deal ist? Obwohl, Anfang der 70er Jahre wird in der Nordsee Öl entdeckt. Die Briten denken, dass es vielleicht auch um Rockle herum Öl geben könnte und wollen ihre Position dort festigen. Am 10. Februar 1972 unterzeichnet die Königin den Island of Rockle Act, der Rockle von einem Territorium zu einem Teil des Vereinigten Königreichs macht und von einem Felsen zu einer Insel. So untersteht Rockle dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, das 1958 in Genf unterzeichnet wurde. Mit Rockle als Teil des Vereinigten Königreichs können die Briten weitere Gebiete im Nordatlantik für sich beanspruchen und ausbeuten. Um ihre Souveränität auf Rockle zu bekräftigen, sprengt die Royal Navy dessen Spitze und errichtet ein Navigationslicht. Name der Operation: Top Hat, Zylinder. Und in dieser Zeit entstand auch unser Foto vom Anfang. Dann treten die Iren auf den Plan. London kämpft zu dieser Zeit in Nordirland gegen die Unabhängigkeitsbewegung. Was es den Iren in Irland nicht einfach macht, ihre britischen Nachbarn zu mögen. Dublin bestreitet offiziell die britische Souveränität über Rockle. Die irische Band Wolftones behauptet in einem Lied, dass Rockle zu Irland gehört.
Später in den 80er Jahren versucht ein Seemannspaar angeblich die irische Flagge dort zu hissen, was jedoch nicht gelingt. Die erstaunlichste Aktion ist die von Sean Loftus, einem Politiker aus Dublin. Er fügt Rockall in seinen Namen ein. Bereits bei den Wahlen 1973 hatte er das mit Dublin Bay getan, um gegen eine geplante Raffinerie in der Bucht von Dublin zu protestieren. Ihr bester Schachzug erfolgt 1982 in Montego Bay auf Jamaika, wo die Vereinten Nationen das Seerechtsübereinkommen von 1958 neu verhandeln. Die Iren kämpfen für Artikel 121.3. Felsen, die für die menschliche Besiedlung nicht geeignet sind oder ein wirtschaftliches Eigenleben nicht zulassen, haben keine ausschließliche Wirtschaftszone und keinen Festlandsockel. Anders gesagt, da Rockall nicht bewohnbar ist, erlöschen die Ansprüche des Vereinigten Königreichs auf die umliegenden Gebiete. Damit auch auf den Meeresboden und das Öl. London unterzeichnet die Konvention nicht. Zum Glück mischt sich Tom McLean, Ex-Elite-Soldat des Special Air Service, ein. Im Mai 1985 macht er sich auf den Weg, um Rockall zu stürmen. Er ertrinkt fast, schafft es aber, auf den Felsen oder die Insel zu klettern. In seinem Unterschlupf will er 6 Monate lang ausharren. Sein Ziel? Eine Heldentat vollbringen, um die britische Souveränität wieder zu bekräftigen. Nebenbei könnte er auch beweisen, dass Rockall bewohnbar und somit eine Insel ist. Ein gefundenes Fressen für die britische Regierung, damals angeführt von Margaret Thatcher, der Eisernen Lady. McLean kehrt schon nach 40 Tagen zurück. Ständig bewohnbar ist Rockall nicht. Trotz dieser Zankereien nehmen Iren und Briten die Verhandlungen wieder auf, um den Meeresboden in der Region aufzuteilen. Im November 1988 wird ein Abgrenzungsabkommen zwischen den beiden Ländern unterzeichnet. Der Pragmatismus hat gesiegt. Doch das Abkommen wird von den Dänen und den Isländern missbilligt. Und ja, die beiden Länder, die Rockall nicht für sich beanspruchen, haben Ansprüche auf den Meeresboden in der Region. Die wurden bereits 1985 öffentlich gemacht. Ja, es ist sehr kompliziert. Und erst 1997 kommt Bewegung in die Sache. Damals beginnen Konzerne mit der Suche nach Erdöl westlich von Rockall. Und die NGO Greenpeace widersetzt sich dem. Anfang Juni werden 3 Aktivisten nach Rockall geschickt, um den Felsen zu besetzen. 5 Tage später erklärt Greenpeace Rockall für unabhängig. Die Proklamation des Staates Waveland ist ein symbolischer Akt. Neue Erdölfelder dürfen nicht erschlossen werden, egal in welchem Gebiet, in welchem Land und von welcher Regierung erlaubt. Willkommen auf Waveland. Im Netz beantragen 15.000 Menschen die Staatsangehörigkeit des neuen Landes. Pässe und Briefmarken werden verteilt und sogar Botschafter ernannt. Doch in diesem Jahr vertreibt Tony Blairs Labour-Partei die britischen Konservativen von der Macht. Und der Ton ändert sich. Sie sind es auch, die 98 in Nordirland bald für Frieden sorgen. Während Greenpeace Rockall immer noch besetzt hält, akzeptiert London im Juli 97 das Seerechtsübereinkommen und gibt zu, dass der Felsen nicht bewohnbar ist. Dadurch werden die Ansprüche des Vereinigten Königreichs im Nordatlantik geschwächt. Ein Sieg für Greenpeace, dass Rockall nach 42 Tagen Besatzung verlässt. 2 Tage mehr als Tom McLean. Bevor sie gehen, holen die Aktivisten die Flaggen der Länder ein, die Anspruch auf den Meeresboden erheben, und hissen ein letztes Mal die Flagge von Waveland. Der Rückzug der Briten hat die Stimmung beruhigt. Und die Zeit ist nun reif für einen Dialog. So kommen die 4 Länder in den 2000er Jahren 3-mal zusammen, ohne eine Einigung zu erzielen. In ihrer Verzweiflung beschließen die Parteien, den Fall vor die Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels zu bringen. Das UN-Gremium, das bei solchen Fragen schlichtet. Und bis heute hat die Kommission noch keine Stellungnahme abgegeben. Wie dem auch sei, Rockall spaltet die Iren und Briten noch immer. Und ja, die Briten behaupten immer noch, dass der Felsen ihnen gehört. Während die Iren jetzt argumentieren, dass er niemandem gehören kann. Was Auswirkungen auf die Fischfanggebiete hat. Inzwischen haben McLean und Greenpeace zahlreiche Amateur- und Profi-Abenteurer inspiriert. Rockall ist heute der Mount Everest der Meere. Insgesamt sollen seit dem 19. Jahrhundert mehr als 140 Menschen Rockall betreten haben. Die meisten blieben nur ein paar Stunden. 2014 bricht Nick Hancock den Rekord, indem er 45 Tage dort bleibt. Bei seiner Rückkehr an Land
gesteht er, dass er Lust auf ein gutes Bier hat. Und auf eine Pizza. 2006 berichtet Ben Vogel in einem Buch, dass er dort anlegen wollte, um sich zum König zu erklären. Als Beweis soll er ein Post-it hinterlassen haben. Tatsächlich ist die 1955 von den Briten angebrachte Tafel verschwunden, weil sie von den monströsen Wellen des Nordatlantiks weggespült wurde. Wem gehört Rockall? In erster Linie wohl dem Ozean.